Der Klimawandel an sich ist sehr gut belegt. Es gibt die globale Erwärmung. Die Erde hat sich in den letzten 100 Jahren um 0,6 Grad erwärmt. Der Klimawandel lässt sich aber an solchen mittleren Erwärmungen wesentlich besser belegen als an den Extremereignissen. Das heißt, wir haben bei der Vermittlung für die Öffentlichkeit das Problem, dass die wirklich schlüssigen wissenschaftlichen Beweise nicht spektakulär sind. Die spektakulären Dinge sind dafür nicht schlüssig. Wir gehen davon aus, und fast alle Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Erderwärmung weitergeht, da wir ja weiterhin das Klimagleichgewicht der Erde zunehmend stören durch unsere Emissionen von klimawirksamen Gasen wie Kohlendioxid, Methan und so weiter. Wir rechnen damit, dass die Erde sich um 1,4 bis 5,8 Grad erwärmen wird im 21. Jahrhundert. Das sind schon sehr hohe und bedenkliche Werte, die dann auch ein deutlich erhöhtes Risiko von Klimaextremen wie starken Stürmen, Starkniederschlagsereignissen, also Überschwemmungen oder Wassermangel, vor allem im Mittelmeerraum zum Beispiel, oder Waldbrände mit sich bringen.